Achtung, Kids! Es gibt sie, auch in den Sommerferien 2018 wieder. Die beliebten Tenniswochen der Tennis Academy Hipfel auf der Anlage des Welser Turnverein. Natürlich wieder mit den vielen Erlebnis- und Fun-Events. Am besten gleich jetzt anmelden unter 0664 157 3308. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. 11. Oldtimer Grand Prix der MSV Schwannenstadt. Freitag, 31. August bis Sonntag, 2. September 2018. Mit dabei unter anderem Giacomo Agostini, Weingartner, Steve Webster oder Rolf Biland. Alle Infos auf msv-schwannenstadt.at. Ganz schön stark! Das internationale JOSCO-Laufmeeting in Andorf. Am Samstag, den 28. Juli ab 12 Uhr. Alle Infos und Anmeldung auch für die Kinderläufe auf laufmeeting.at. Für über 150 U18-Weltklasse-Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus über 30 Nationen heißt es beim 2. Stadtwels Junior Grand Prix vom 8. bis 15. Juli 2018. Spiel, Satz und Sieg. Auf welchem Top-Level die unter 18-Jährigen schon unterwegs sind, das zeigt sich bei fast jedem Match. Egal ob Single oder Doppel. Die jungen Herren und Damen begeistern die vielen Tennisfreunde, die sich auf der Anlage des Welser Turnverein zum Nulltarif die Spiele der möglichen Paris- oder Wimbledon-Sieger von morgen oder übermorgen nicht entgehen lassen. Ja, ich bin unglaublich stolz auf die Leistungen, was da die letzten Tage hier anlässlich vom 2. Stadtwels Junior Grand Prix passiert sind. Es haben über 150 Teilnehmer aus 31 Nationen teilgenommen. Es sind erfreulicherweise auch noch Österreicher im Rennen. Und neben dem haben wir einen tollen Eröffnungsabend gehabt, den Einmarsch der Nationen. Die wenigsten wissen, was da für Aufwand dahinter steckt und eigentlich man das aus Leidenschaft macht. Also das ist jetzt keine Geschichte, die man macht, weil man jetzt reich werden will, sondern da steckt 99,1% Leidenschaft dahinter und ein gewisser Tennisvogel, dass man das macht. Und das beweist der Werner ja schon seit vielen Jahren, dass er extreme Leidenschaft für den Sport am Tag legt. Und mich freut es, dass die Veranstaltung jetzt so gut angenommen wird. Und es sollte eigentlich noch viel mehr sein, weil es kommt eigentlich nur dem Nachwuchs zugute, dem österreichischen Tennisnachwuchs, damit man in Zukunft nicht nur einen Dominic Thiem haben, sondern vielleicht auch mehrere. Und für das muss man eigentlich Danke sagen dem Werner und den Hut ziehen, dass er das macht. Dass der angesprochene Dominic Thiem und auch die Erfolge des rot-weiß-roten Davis Cup Teams wieder für sehr viel Tennisbegeisterung in Österreich sorgen, das bestätigen auch die Tennisvereine im Sportland Oberösterreich. Auf jeden Fall, also auch bei uns. Die Mitgliederzahlen sind jetzt stetig im Steigen begriffen und vor allem auch bei den Kindern und Jugendlichen ist der Spaß wieder dabei und es werden immer mehr, die diesen Tennissport dann auch ausüben. Und mit dem Team von Werner Hipfel und der Tennisschule haben wir eine stetige Steigerung und wir haben jetzt mittlerweile wieder über 80 Kinder, die beim Welser Turnverein da dem gelben Ball nachjagen. Man merkt es allgemein die letzten Jahre mit Dominic Thiem, der einfach genial Tennis spielt und uns wirklich wieder mit Erfolgen gut tut, sage ich jetzt einmal, und verwöhnt. Das merkt man und heuer natürlich mit dieser Cinderella-Story in Russland, wo wir mit 3-1 gewonnen haben und wirklich eine Ausnahmeleistung geschaffen haben. Und jetzt in Zukunft dann im September dann beim Davis Cup in Graz wird man sehen, dass die Euphorie einfach da ist. Ich gehe davon aus, dass er volles Haus sein wird. Also viele Karten sind schon weg, muss man eh schnell sein. Man merkt einfach, die Kinder kommen auch wieder gern Tennis spielen. Es macht Spaß, sie haben ein Vorbild mit dem Dominik und das hilft natürlich allen. Diese Tennisbegeisterung sieht man auch im Rahmen des 2. Stadtwels Junior Grand Prix. Der Welser Turnverein hat mit finanzieller Unterstützung von Sport, in diesem Fall von tennisbegeisterten Partnern, zu den Welser Kinder-Tennistagen eingeladen. Vom 10. bis 13. Juni können die Kleinen und Allerkleinsten erste Erfahrungen mit der gelben Filzkugel sammeln. Die Statements, warum man sich gerade für diesen Sport entschieden hat, hören sich so an. Weil es Spaß macht und weil es lustig ist und weil es einfach Spaß macht zum Spielen. Ja, weil ich liebe Tennisspielen. Warum? Weil man immer richtig draufschlagen
muss und das mag ich immer so. Das Lustige ist, kann ich nicht sagen, das macht mir einfach Spaß. Also mir macht Tennis einfach Spaß und ja. Was ist das Spaßige am Tennis? Ich trainiere schon relativ lang und Werner und so sind voll nett zu mir und das macht einfach großen Spaß. In den guten Dienst der Tennissache stellen sich an diesem Tag auch viele Vereinsmitglieder des WTV. Ja, also ich trainiere da und deswegen hilf ich da aus bei diesem Parcours, also die Kleinen da ein bisschen unterstützen und denen zeigen, wie das geht. Volle Begeisterung bei den Kleinen sieht man, oder? Ja, sind sehr talentiert und denen macht es auch Spaß. Ja. Tennis derzeit wieder ein bisschen ein Aufwärtstrend? Ja, ich denke mal mit dem Dominik-Team und so hat es auf jeden Fall wieder ein bisschen einen Aufwärtstrend gekriegt und es ist gut, wenn man junge Leute wieder begeistert für den Tennissport. Ja. Besonders viel Spaß haben die Tennisstars der übernächsten Generation bei ihrem ganz speziellen Freitagstraining. Denn an diesem Tag gibt es Tipps von zwei echten Tennislegenden. Der eine war im Jahr 2000 die Nummer 20 der Tenniswelt und begleitet derzeit sehr erfolgreich das Amt des österreichischen Davis Cup Kapitäns. Der andere rangierte 2002 auf Platz 63 der weltbesten Tennisspieler, spielte sehr erfolgreich Davis Cup für Rot-Weiß-Rot und gehört zur Tennis-Großfamilie Hipfel. Die Hipfels sind ja, glaube ich, ihr Leben lang am Tennisplatz. Also egal, ob es der Papa-Hipfel ist, der Werner-Hipfel, der Markus, wie auch immer, die sind wirklich Tennisverrückte und das braucht das Land. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die mit Herz dahinter sind und einfach immer weitermachen, egal welche Steine teilweise in den Weg gelegt werden. Die sind einfach hier, machen ihr Ding und versuchen einfach Kinder wieder zum Tennis zu bringen und sind auch sehr erfolgreich damit. Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, unsere Wege sind jetzt im Tennis gemeinsam seit über 30 Jahren. Wir haben das erste Mal gegeneinander gespielt, ich glaube, er war 9, ich war 8. Jetzt sind wir da schon eher gehobenen Alters, wie man sieht. Und ja, es ist eine lange Freundschaft, eine lange Leidenschaft, die wir gemeinsam für den Sport haben. Und es ist immer wieder schön, wenn wir uns sehen. Ja, wir sind vor ungefähr 30 Jahren das erste Mal gemeinsam, ich als junger Betreuer damals, zur Jugendweltmeisterschaft nach Miami geflogen. Und von dem Zeitpunkt weg an hat sich eine Freundschaft entwickelt, die bis heute andauert, beziehungsweise noch immer fester wird. Und daher gelingt es uns jährlich eigentlich, auch dank unserer treuen Sponsoren und Partner, die beiden Ex-Profis bei uns im Weltsieger dabei zu haben. Das Ergebnis dieses Kids Days im Rahmen des zweiten Welser Junior Grand Prix kann sich mehr als nur sehen lassen. Bei Badewetter am Center Court pendelt sich die Quecksilbersäule des Thermometers an diesem Tag jenseits der 30 Grad ein, nutzen über 60 Kids die Big Chance, mit den zwei Profis ein paar Kugeln über das Netz zu hämmern. Mir macht es allerdings auch Spaß mit den Kids, muss ich sagen, weil wenn die am Tennisplatz stehen mit einem Lächeln oder Gaude haben und sich einfach bemühen, dass das was weitergeht, dann ist das für mich auch schön zum Anschauen und macht mir dann auch riesigen Spaß. Ja, ich bin definitiv überrascht, weil es ist natürlich eine schwierige Woche, erste Ferienwoche. Jeder hat sich gefreut, wenn einmal kein Kindergarten, kein Schule mehr ist und alle einmal auf Urlaub fahren können. Für das ist echt super, dass so viele Kinder da sind und es zeigt, dass der Tennissport in Österreich wieder einen guten Aufwind nimmt. Ja, wir sind echt total begeistert, mit welcher Freude da die Kinder ab dem vierten Lebensjahr, man sieht es ja im Court, wie lustig und mit Freude sie da ans Werk gehen. Und das ist der Beginn von einer möglichen Tenniskarriere, die nur in diesen frühen Jahren letztendlich auch gestartet werden kann. Ihre Freude mit diesem Mega-Ansturm beim Kids Day haben berechtigterweise auch die, die diesen Bewegungstag für die Kleinen und Kleinsten ermöglicht haben. Die Partner und Sponsoren dieses Tennisfestes. Ja, Tennis zieht, Tennis ist wieder in sozusagen und das freut uns natürlich sehr. Und wenn natürlich zwei so tolle Burschen wie der Markus Hipfel und der Stefan Kubek den Kids was beibringen, dann ist das ein Magnet und gut so. Und die Idee hat uns sehr, sehr gut gefallen und waren wir sofort Feuer und Flamme. Wenn man vielleicht auch ein paar neue Kinder unter Anführungszeichen zum Tennis bringt, dann haben wir was geschafft. In dem Fall, was das Tennis betrifft, sind wir eigentlich Partner seit der ersten Stunde. Und es macht mich ganz besonders glücklich, wenn ich heute auch wieder dabei sein darf und ein bisschen Revue passieren lassen kann, wie das Ganze angefangen hat zu heute. Es hat sich wirklich toll entwickelt, auch von den Jugendteilnehmern.
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wenn man sich so umblickt, mit welcher Begeisterung die Jungen dabei sind und mit welcher Freude sie ihren Sport ausführen, dann zeigt es, dass wir richtig in den Sport investieren, dass wir richtig in die Jugend investieren. Und es freut uns ganz besonders, dass das so tollen Anklang findet. Zum hinlänglich bekannten Spruch, ohne Geld kein Musi, muss man allerdings auch noch den hinzufügen. Eine Veranstaltung wie diese wäre auch ohne Ehrenamtliche unmöglich. Das ist absolut richtig. Der oberste Dank gilt an erster Linie an mein ganzes Mitarbeiterteam. Es sind insgesamt 12 im Turnierkomitee im Einsatz und dann noch 8 bis 10 Ballkinder bzw. Platzhelfer. Ohne die es gar nicht gehen würde, so ein Event in der Größenordnung eine ganze Woche hindurch durchzuführen. Und es ist noch nicht aus, weil wir sind bereits nicht am Ende oder kurz vorm Ende, sondern schon wieder am Beginn für das nächste Jahr, und zwar dem 3. Staffels Junior Grand Prix. Um Ihnen diese 3. Auflage im Jahr 2019 schon jetzt schmackhaft zu machen, beenden wir unseren Bericht vom 2. Stadtwels Junior Grand Prix mit ein paar Spielszenen, die zeigen, auf welch hohem Niveau die unter 18-Jährigen aus über 30 Nationen ihren Tennissport betreiben. Wir sind uns zudem ganz sicher, dass es für die eine oder den anderen sehr bald auch auf der ATP- oder WTA-Tour heißen wird. Spiel, Satz und Sieg.